Ja, hallo und herzlich willkommen. Und zwar wollte ich euch heute mein neues Objektiv vorstellen. Endlich ist es gekommen, im November bestellt und tja, jetzt bekommen, am 9. März. War langes Warten angesagt und tja, jetzt ist es da und wir packen es zusammen aus. Und zwar ist es das neue Olympus 150-400 im Zyko. Ja, mit dem 4,5 Lichtstärke und dem TC 1,25 Telekomwärter. Und das gute Stück schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Ich werde euch noch Fotos reinstellen oder ein kleines Video danach noch mal machen. Ein paar Fotos, weil es interessiert mich natürlich auch, wie die Qualität ist. Aber jetzt packen wir es erstmal zusammen aus und schauen uns, was in der Kiste ist. Also der Karton war noch in einem anderen Karton, aber das habe ich schon ausgepackt und jetzt schauen wir uns das zusammen an. So, also. Ja, hier ist Gebrauchsanweisung. Der Gurt für das Objektiv. Oh, noch Qualitätsbescheinigung und Garantie und eine Bedienungsanleitung. Gut. Und dann gucken wir mal da weiter rein. Da ist das Objektiv. Und das ist hier diese Hülle für das Objektiv, der Schutz. Aber wir wollen uns ja das Objektiv angucken. Da ist es. Drin hier. So, können wir auch mal wegpacken. Ja, gut. Also was wirklich auffällt, ist, es ist sehr kompakt und sehr leicht. Dafür für die Brennweite, was dieses Objektiv hier kann. Ja, man hat es ja schon in mehreren Videos gesehen, also das brauche ich euch ja nicht nochmal alles zu erzählen. Was mich halt an diesem Objektiv so gereizt hat, um es praktisch zu kaufen und mein 300er wegzugeben, weil es ist ja doch ein bisschen größer als das 300er, war ganz einfach wirklich, also die Reichweite, also ich kann bis, das zeige ich euch dann später nochmal, sprechen wir gleich drüber. Mit den Telekonvertern maximal auf 1000 mm und auf Kleinbild gerechnet, auf Vollformat sind das 2000 mm Brennweite. Das hat mich auch unwahrscheinlich gereizt in der Größe. Dann hat mich unwahrscheinlich gereizt auch, dass hier dieser eingebaute Telekonverter drin ist. Das heißt also, ich habe ein 1000 mm Objektiv immer dabei. Ob ich nun den benutzen möchte oder nicht, aber ich kann diesen 1,25 den Telekonverter ja mal zuschalten. Das ist ja hier. Der wird hier über diesen Hebel hoch und runter gestellt. Und man kann es auch hier verriegeln. Obwohl ich finde, der ist ziemlich gut hier. Also er ist nicht locker, der Schalter hier, dass das jetzt also hin und her flicken würde und sich wieder umstellen würde. Also gut. Ja, die positiven Eigenschaften fangen wir mal damit an. Kompakt, unwahrscheinlich große Brennweite, eingebauter Telekonverter. Ich kann auch externe Telekonverter verwenden, wie gesagt, auf maximal den zweifachen. Mit den integrierten kommen dann auf 2000 mm Kleinbild. Und es ist ein Zoom, was ich wirklich vermisst habe. Endlich ein Zoom. Ich finde das doch besser, wenn gerade wenn man Vögel am Himmel hat oder so, dass man erstmal einzoomt, rauszoomt und kann sie dann wieder schnell einfangen und besser fotografieren, als wenn ich dann immer nur so rumzibbel, wie ich mit meinem 300er gemacht habe. Das war doch sehr anstrengend. Hat zwar nachher auch geklappt, natürlich, also alles Übungssache, aber jetzt habe ich endlich hier ein richtig tolles Zoom. Tja, dann auch die Nahstellgrenze von 1,3 Meter mit
Konverter. Also das muss ich echt auch mal ausprobieren. Das sind schon Sachen, die mich wirklich also beeindrucken. Vor allen Dingen, ich kann es auch mit in Urlaub nehmen. Das ist für mich wichtig. Endlich kann ich ein so großes Objektiv praktisch, also von der Reichweite, ganz leicht in mein Handgepäck packen. Es wird nicht überfüllt sein und das ist lachhaft. Ich habe es mal gewogen, weil ich benutze es ja hier an meiner EM1X. Da wiegt alles zusammen, boah, etwas über 3 Kilo. Ein Filter kommt noch mit dran, ein Schutzfilter. Das mache ich eigentlich immer bei teuren Objektiven. Also viele sagen ja, braucht man nicht oder schluckt Qualität. Es ist mir völlig egal. Also der originale. Und von Olympus, weil ich schütze meine Linsen. Ich möchte nicht mit dem Finger irgendwann mal aus Versehen auf die Linse kommen. Das mache ich einfach nicht. Das ist eher so ein schleichender Prozess und irgendwann leidet doch die Qualität, wenn man das Jahre hat, so ein Objektiv. Und ich pflege halt meine Sachen. Und deswegen lieber ein Filter drauf, wenn der mal kaputt geht oder ich komme noch mit Sonnenmilch ran oder irgendwas und der ist voll geschmiert, dann wird der halt gewechselt, aber meine Linse bleibt immer sauber. Das ist für mich ganz wichtig. Ich werde euch noch ein paar Fotos reinstellen, also mich interessiert das ja auch, wie gut das Teil hier ist. Und werde aber auch noch mal ein richtiges Video machen, weil ich möchte natürlich das ein bisschen ausgiebiger testen. Das wird jetzt erstmal so Probeschüsse sein, ne? Man ist ja doch ein bisschen aufgeregt und möchte das mal schnell probieren. Ja, also wie gesagt, ich finde, das ist wirklich ein wunderschönes Objektiv und ich finde auch sehr gut, dass Olympus das noch als Abschiedsgeschenk uns gegeben hat. Das ist echt toll. Die Qualität, wie gesagt, wenn die so ist, wie alle sagen, dann bin ich ja voll zufrieden, wenn das so wie das 300er, weil das war ja auch ein Top-Objektiv. Und hier habe ich halt eben endlich einen super Zoom. Ja, wie gesagt, dazu habe ich die beiden Telekonverter, den habe ich mir neu geholt noch, den Zweier, damit ich auf eine maximale Brennweite, das interessiert mich auch unwahrscheinlich, Brennweite 2000 mm auf Kleinbild mit Blende 11. Und das interessiert mich doch, wie, ob das eine schlechte Qualität wird, ob man das überhaupt gebrauchen kann. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil so habe ich eine riesen Distanz, wo ich dann vielleicht mal Tiere sehe, wo ich sonst nicht so rankommen würde, wenn es funktioniert. Und der Bildstabi, also ich weiß das ja von meinem 300er, der Bildstabi war absolut top. Und der hier von diesem Objektiv, der soll ja auch super sein, zusammen mit der Olympus EM1X müsste das eigentlich wunderbar funktionieren, dass man da eben Freihand und ohne Stativ, das ist also auch Wahnsinn. So wie ich das gesehen habe, soll das ja alles funktionieren und wie gesagt, das möchte ich natürlich selber testen. Und wenn das alles so hinhaut, dann ja, alles okay dann, ne? Ja, und wenn das dann alles so funktioniert, super. Ja, als Nachteil, was kann man jetzt als Nachteil sagen zu dem Objektiv? Eigentlich, wie viele ja nur sagen, der Preis, klar, ist eine stolze Summe, aber im Endeffekt sage ich mir erstmal, ja, das ist Hobby. Hobby kostet leider immer Geld. Und zweitens, was kann ich machen? Ne? Entweder man kauft es, man möchte es haben oder man möchte es nicht haben. Also Olympus wird deswegen jetzt nicht 2000 Euro runtergehen im Preis, weil ich das gerne hätte oder so. Ne? Also das wird wohl so schnell nicht passieren. Vielleicht geht es ja irgendwann ja am Preis runter. Das ist ja meistens so. Das ist, was ja im halben Jahr oder im Jahr vielleicht billiger wird. Gut. Ja, wie gesagt, über die Bildqualität kann ich jetzt noch nicht groß was sagen, weil ich habe es noch nicht getestet. Aber ich werde Fotos danach reichen, damit ihr so einen kleinen Einblick habt. Gut, das war's dann eigentlich schon. Kurz und schmerzlos. Wie gesagt, ich bin heilfroh über dieses sehr kompakte, schöne Objektiv. Ich kann ja nochmal die Lens Hood dran machen. Ich muss einmal hier die Kappe abmachen. So. Gute Kappe ab. Ja, super leicht.
Passt prima. So sieht es also jetzt aus. Komplett aufgebaut. Echt prima. Und wie gesagt, es ist leicht. Also ihr hebt euch hier mit keinem Bruch. Also ich bin völlig begeistert. Ja, gut. Ah, was ich euch noch zeigen wollte, was ich auch nicht schlecht finde, aber auch ein Nachteil ist, also die Stativschelle hier, die lässt sich ja nicht abnehmen. Ich weiß noch von meinem Sony 70-200 G Master 2.8, da konnte ich hier mit so einer kleinen Schraube den Fuß lösen. War so ein Schwalbenschwanz dran, ne? Konnte so rein und rausschieben. Das war echt eine gute Lösung, sehr pfiffig, weil das Packmaß dann natürlich auch kleiner wird. Das geht hier nicht. Was sie aber hier wiederum schön gemacht haben, ich halte das mal ans Mikrofon, es rastet schön ein. In 90er Schritte, immer 90 Grad, sauber. Also das finde ich schon wieder prima. Wie gesagt, wenn man hätte die Schelle noch irgendwie hier abgemacht, weil hier ist ja auch so eine Art Kante, das wäre natürlich super gewesen, dann hätte das ja alles gepasst. Aber na gut. Man kann nicht alles haben. Sie werden ja auch irgendwann noch andere Objektive hoffentlich bauen, die neue Firma. Gut, das war's dann erstmal und ja, ich werde jetzt mal ein paar Fotos schießen. Bin ja doch neugierig und ich hoffe, ihr schaut euch das nächste Video an. Bis dann, ciao.